Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer weiteren Rebuild Challenge in NBA 2K24. Und ich habe mir passend zu Weihnachten was überlegt. Habe ich auch noch bei keinem anderen YouTuber gesehen, auch nicht im US-amerikanischen Raum. Und zwar machen wir einen Fantasy Draft. Und ich habe mir als Ausruf rausgesucht, Merry Christmas. Das sind genau 14 Buchstaben, leider nicht 15. Wir brauchen ja einen Kader bestehend aus 15 Spielern. Und ich werde versuchen, genau so zu draften, dass ich alle Buchstaben wegbekomme. Also wir beginnen jetzt dann erstmal mit dem Spieler, keine Ahnung, irgendeiner, der mit dem Buchstaben M beginnt, im Nachnamen. Und so gehen wir dann durch, muss nicht in der Reihenfolge sein. Also ich muss jetzt nicht M, E, R, R, Y machen, sondern ich schaue einfach nur, dass am Ende alle Buchstaben weg sind. Ich blende euch Merry Christmas ein, damit ihr dann immer auch auf dem aktuellen Stand seid. Wenn wir einen Spieler weg haben, dann fällt auch der Buchstabe weg. Ich glaube, ihr versteht jetzt gleich, wenn wir dann reingehen, wie das Ganze abläuft. Wir schauen jetzt erstmal, wann wir denn das erste Mal ran dürfen. Und das ist an der... Also relativ früh, ich glaube an der 13. Und wir haben Jimmy Butler, Anthony Davis. Ich habe leider... Ich habe kein B. Ich habe kein... Jetzt ist die Frage, machen wir nur Nachname oder machen wir auch Vorname? Ja, wahrscheinlich schon Nachname. Vorname ist dann irgendwie ein bisschen zu easy. Dann habe ich halt alle möglichen Kombinationen. Ich glaube, mit Nachnamen ist es schon witziger. Klar, das tut jetzt weh, weil ich würde wahrscheinlich jetzt hier Davis nehmen oder Kawhi Leonard. Aber in dem Fall... Ich habe ein E. Und das ist Edwards. Und damit fällt der erste Buchstabe weg. Und zwar unser E in Merry Christmas. Und dann geht's direkt weiter. Jetzt kommen wir erstmal einige Zeit wieder nicht dran. Aber mit Edwards habe ich auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Spieler. Brunson, James Harden, Bradley Beal, Middleton. Ich habe kein B. Ein H habe ich. Genau, ein einziges. Holiday oder Harden? Beide haben den auslaufenden Vertrag. Aber ich glaube, bei Drew hast du die Bird Rights. Kann man das hier überhaupt sehen im Fantasy Draft? Wahrscheinlich nicht, oder? Kann man gar nicht sehen. Oder gehe ich mit Brandon Ingram? Dass ich einen Flügelspieler habe. Aber einen guten Power-Forward brauche ich eigentlich auch. Das ist gerade eine schwierige Entscheidung. Ja, aber mit Drew an der 1, ich glaube, da hat man einfach schon einen sehr guten Two-Way-Player und damit fällt unser H weg. Jetzt im Optimalfall jemanden für den Frontcourt. Wir haben hier einmal Brook Lopez, wir haben Julius Randle. Oh, ich habe 3 Erst zu vergeben und auch wenn ich nicht der größte Fan von ihm bin, muss ich da sagen, ist das noch mit die beste Option. Da muss ich direkt zuschlagen, dann ist das erste R weg von Mary. Was mache ich eigentlich mit Y? Der einzige Spieler, der mir gerade eben einfällt mit Y, ist Trae Young. Okay. Dann Lopez, nein. White, nein. Fünf Lied, nein. Nein, nein, nein. Capella, oder? Ja, das C. Glenn Capella. Willkommen im Team. Okay, oh mein Gott, wildes Team. Ist übrigens, also, ich werde wahrscheinlich noch schauen, dass ich das Team vielleicht ein bisschen umbaue. Ich werde im ersten Jahr vielleicht einfach mal schauen, wie es läuft mit dem Team. Ich weiß leider auch gerade nicht, wie es mit den Verträgen ist. Ob hier Bird Rights zählen oder nicht zählen. Nurkic, Alex Caruso. Christmas. Ich habe mein C schon verballert. Dann nehme ich... Ja, Terry Rozier. Weil ich echt... Also erst habe ich genügend. Komm, dann ist das zweite R in Mary ist auch weg. Dann habe ich nur noch M und Y. Ich habe immer noch keinen Small Forward. Das ist gerade ein Problem. Ich habe immer noch keinen Small Forward. Ich habe ein R. Also ich habe noch quasi Rismus. Rismus. Mike Conley. Ich habe kein C mehr. Melton.
Melton ist kein schlechter Spieler. Bogdanovic, Dinwiddie, das sind alles, kann ich alle nicht verwenden. Norman Powell, habe ich auch nicht. Kevin Love. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? Ich habe lauter Buchstaben, die hier nicht vorkommen. Ja, dann muss ich ganz oben, muss ich jetzt echt mit Duncan Robinson gehen? Ja, gut, bleibt mir nichts anderes übrig. Dann habe ich auf jeden Fall mal meine ganzen Airs weg. Oh oh. Ich hoffe, dass jetzt gleich noch ein paar Spieler kommen, die besser reinpassen in meinen Buchstabensalat hier. Bogdanovic ist immer noch da. Dinwiddie. Ja, die würde ich alle gerne nehmen. Norman Powell und so, aber ich hab leider nicht die. Jetzt ist aber die Frage, was mache ich denn eigentlich mit dem Y? Weil das ist ja wirklich. Das ist noch Thaddeus Young. Ich nehme ihn mit, damit wir es komplett clean machen. Ich hätte jetzt auch sagen können, ich tausche das Y in ein J. Da wäre mir, glaube ich, keiner böse gewesen. Oh, ich bin sehr gespannt, was für welches Team. Gut, ich habe noch M-I-S-T-M-A-S. McConnell, Covington, Drummond, McGee, DiVincenzo. DiVincenzo wäre auch geil, ich habe aber kein D. Jonathan Isaac, oh ja. Jonathan Isaac, den verwende ich gerne für mein I. Brauche ich noch zwei Spieler mit M und zwei Spieler mit S. Schneller. Kyle Lowry, Gary Harris, Robert Covington, Drummond, Richard, McGee, MS. Wo sind die Spieler, die mir da ein bisschen was bringen? Terrence Mann. Ja, der hat hier zwei Badges. Das ist so schlecht. Seth Curry. Ich hab ja noch zwei S. Seth Curry, willkommen. Ich weiß nicht, wie es ihr findet. Ich find's witzig. Ob das dann am Ende ein sinnvolles Team ergibt, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber es ist auf jeden Fall funny. McGee. Ja, jetzt komm rein hier, McGee. Dann habe ich nämlich meinen. Mary habe ich schon mal weg. Dann habe ich jetzt bei Christmas habe ich nur noch. Stimmer. Auch leicht aufgedreht heute. Kein Problem, Leute. Alles gut. Man muss aber immer nicht immer perfekt sein, oder? Auf YouTube. Wenn ich alleine privat zocke, dann mache ich auch mal so. Tada. Timmy. Jeff Green. Gallinari. Derrick Rose. Habe ich noch ein R? Nee, ein S-T-M-A. 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 Grayson Allen vielleicht? Vielleicht? Terrence Ross? Hernan Gomez? Kemba Walker? Tice? Ja, das sieht ziemlich dürftig aus. Was ich noch mal ganz kurz machen kann. Ich schaue, ob noch irgendwelche jungen Spieler da sind. Sensibar. Das ist auf jeden Fall ein junger Spieler. Aber natürlich von den ganzen Jungs, die wirklich viel Potenzial haben, ist natürlich kein einziger mehr da. Wobei Jaden Springer ist noch da. Komm, weil es einer meiner Lieblingsspieler ist. Dann habe ich noch ein T, M und A. Ist jetzt dann sowieso die hintere Rotation, das ist dann egal. Und ich muss mir dann sowieso jetzt gleich nochmal einen Überblick verschaffen, was ich mir da eigentlich zusammengeschustert habe. Ja. Terrence Mann, jetzt komm hier, Goat von den Clippers. Kommst du mit dazu? Dann habe ich noch ein T und ein A und dann sind wir fertig. Beziehungsweise ich brauche dann natürlich noch einen 15. Spieler. T wie PJ Tucker.
Und der letzte, wer ist der letzte Spieler mit einem A? Die Spannung steigt. Die Community kann es nicht aushalten. Komm, wir sortieren mal nach. Pass auf, jetzt gibt es niemanden mehr mit A. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss tatsächlich mit Thanasis gehen. Das ist mein Starting 5 Small Forward. Ist das. Ja, Leute. Merry Christmas. Wir haben alle Spieler weg. Wir haben den Buchstabensalat gelöst. Und tatsächlich. Oh. Ey, das passt ja sogar perfekt. 14 Spieler im Fantasy Draft darf man auswählen und Merry Christmas sind genau 14. Geil. Draft-Jahrgang laden wir runter. Ich sag euch ganz ehrlich, heute hier geht's darum, Spaß zu haben. Ich glaube nicht, dass man mit diesem Team den Titel gewinnen kann. Wir haben Drew Holiday, Anthony Edwards, Duncan Robinson, Julius Randle, Clint Capella, Terry Ogier, JaVale McGee, Jonathan Isaac, Seth Curry. So schlecht ist das Team jetzt auch wieder nicht, oder? Freunde? Vor allem, wenn ich vielleicht Jonathan Isaac... Als was steht denn der drinnen als Power Forwards? Wenn ich den auf Small Forward stelle und vielleicht in die Starting 5... Machen wir mal Small Forward und Power Forward. Änderungen beibehalten. Duncan Robinson bleibt trotzdem in der Starting 5, denke ich, weil er den höheren Wert hat. Ich habe halt nicht wirklich viel Offense. Und ich habe lauter auslaufende Verträge, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, Drew Holiday hat eine Player-Option. Habe ich da zumindest die Bird Rights? Ja, habe ich. Nee, ansonsten, es geht eigentlich. Es passt mit den Verträgen. Okay, dann schauen wir einfach mal, wie es läuft. Ich habe keine Ahnung. Jamal Murray wird uns angeboten. Okay. Also wenn da jetzt natürlich irgendwie ein geiles Angebot am Start sein sollte, dann man soll sich jetzt Weihnachten auch selber beschenken. Kevin Huerter. Nein, die alle auf die Holiday geiern. Was ist los mit euch? 9-4, 10-4. Pascal Siakam. Aber wisst ihr was? Ich finde einfach, zu dieser Challenge gehört das jetzt dazu, dass wir die erste Saison mal durchsimulieren. Weil ich glaube, das ist ja auch der Witz an dem Ganzen, zu sagen, so ein zusammengewürfelter Haufen, wie funktioniert der? Und wenn ich gerade eben sehe, dass wir bei 16-6 stehen, da muss ich schon extrem drüber schmunzeln, weil dieses Team ist so willkürlich wild zusammengewürfelt, dass dieser Rekord schon fast besonders ist. Und ich sag euch ganz offen und ehrlich, ich weiß nicht, was hier abgeht. Aber wir stehen bei 34-11. Und ich krieg das Grinsen nicht aus dem Gesicht, weil egal, ob wir jetzt am Ende dann den Titel gewinnen oder nicht, es einfach schon lustig ist. Wir kriegen hier, was wir hier auch für Angebote bekommen, das würde ich zum Beispiel sofort annehmen, weil Triple J halt ein sehr starker Verteidiger ist hier in 2K. Aber jetzt schauen wir mal rein. Also ich will hier auch niemandem Unrecht tun. Vielleicht ist Julius Randle ja auch irgendwie unser Topscorer. Nee, aber hinter Edwards. Auf jeden Fall der, der 20,7 Punkte droppt. Edwards 26,1. Drew Holiday. Coole Werte. Nicht so tolle Quoten aus dem Feld. Terry Rozier von der Bank liefert komplett 17,1. Duncan Robinson trifft er seinen Dreier hochprozentig. Yo mit 44,6%. JaVale McGee bringt uns Rebounding. Capella bringt uns Rebounding. Jonathan Isaac bringt uns Defense, behaupte ich jetzt einfach mal so. Okay. Spannend. Machen wir weiter. Ach so, Moment. Ich wollte ja noch schauen, wie wir im Vergleich mit den anderen Teams dastehen. Wir haben auf gar keinen Fall die beste Offense der Liga. Nee, unter den Top 10. Aber wir haben die beste Defense
Also die, jetzt habe ich mich, glaube ich, gerade versprochen. Wir haben nicht die beste Offense der Liga, aber wir haben die beste Defense. Wir haben die beste Defense der Liga mit diesem Team. Ja, es ist, Edwards ist auch echt ein geiler Verteidiger, also der sich auch reinballert. Da muss man natürlich immer sagen, keine Ahnung, ob das in 2K dann auch so in der Simulation ist. Woher soll ich das wissen? Ich kann hier ein paar Verträge verlängern, und zwar einmal von Drew Holiday, dem gebe ich einen neuen Vertrag, und auch von Isaac, auch dem gebe ich einen neuen Vertrag. Da muss ich mich dann nämlich nicht drum kümmern in der Offseason. Wir können da direkt einen Haken dahinter machen. Und dann simulieren wir noch bis zum Ende, dann geht's rein in die Playoffs. Und dann schaue ich vielleicht, ob ich das Team noch irgendwie umstrukturieren kann. Wobei ich gerade eben mir so denke, also, ich habe schon in manchen Rebuild-Challenges habe ich schon mehr probiert und hatte keine 55 Siege. Die holen einfach wirklich 56. Giannis ist der MVP bei den Indiana Pacers. Wemby bei den Kings, Rookie of the Year. TJ McConnell ist Sixth Man of the Year. AD bei den Cavs ist der Depoy. Christian Brown ist der MIP. Bradley Beal ist der Clutch Player of the Year. Und Jason Kidd ist der Coach of the Year bei den Mavs. Und dann gehen wir rein in das Play-In und die erste Runde gegen die Spurs. Jetzt müssen wir natürlich reinschauen, weil wir gar keine Ahnung haben, wer dort spielt. Wir haben LaMelo Ball, Gary Harris, Christian Brown, Jaren Jackson Jr. und Jonas Valanciunas. Muss ich irgendwelche Anpassungen vornehmen? Ich weiß es gar nicht. Ich denke ehrlich gesagt nicht, weil wenn es jetzt gerade eben so gut funktioniert hat, jetzt fliegen wir bestimmt in der ersten Runde raus. Nein, 4-2. Runde Nummer 2 gegen die Blazers und gegen Cade Cunningham, OG Anunoby, Michael Porter Jr., Jason Tatum und Bobby Portis Jr. Wow. Okay. Das ist schon nicht ohne. Da muss der Ant-Man mal ein bisschen aufdrehen. 1-0. 2-0. 3-0. 3-1. 4-1. Jawohl. Und wir stehen in den Conference Finals gegen die Denver Nuggets. Ich habe wieder keine Ahnung, wer dort spielt. Devin Booker, Marcus Smart, RJ Barrett, Terry Eason und Miles Turner. Ja. Ich glaube, wir haben das bessere Team. Aber in 2K wisst ihr ja immer selber, ist alles möglich. 1-0. 1-1. 2-1. 2-2. 3-2. 4-2. Devin Booker ist der Western Conference Finals MVP und auf der anderen Seite Damian Lillard bei den Bulls. Kommt, da schauen wir jetzt auch kurz rein, wer dort spielt. Lillard, Bain, O'Neal, Horford, Gobert und hier, ja gut, das haben wir ja gerade eben gesehen, wer bei den Nuggets spielt. Und die Nuggets gewinnen den Titel mit Devin Booker. Brauche ich nicht mal eifersüchtig sein, weil im Merry Christmas hast du kein B. Also Booker hätte ich mir sowieso nicht holen können. Okay, dann gehen wir rein in die Draft-Lotterie. Und, ja, wählt es durcheinander. Schau mal, Lakers-Pick. Ich weiß gar nicht, ob die Lakers überhaupt einen Pick haben. Geh mal einfach in den NBA-Draft und gib es zum Benutzer-Pick. Dann weiß ich immer, was Sache ist. Ja, ein Second-Round-Pick. Geile Geschichte. DJ Wagner. Life-changing Pick. So, was kann ich damit jetzt? Ja, ich nehme ihn mal mit. Ha, was machen wir denn jetzt? Qualifying Offer. Habe ich keins? Moratorium? Ich bin vom Capspace her total voll. Das bedeutet, muss ich irgendjemanden verlängern? Nee, die haben alle noch Vertrag. Und ich habe keine Kohle. Also ich kann noch so Spieler mitnehmen wie ein Jay Crowder. Auf Rechte verzichten. Ja.
Und dann sind wir eigentlich durch. Unser Team steht. Wir müssen wirklich traden, wenn wir irgendwas verändern wollen. Spielerentwicklung. Edwards geht um einen Punkt nach oben. Drew Holiday fällt wegen des Alters und auch sonst, ansonsten bei den anderen sieht es auch nicht gut aus. Ich habe das Gefühl, das war gerade eben so ein bisschen ein One-Hit-Wonder mit der Saison. Komm, Rookies automatisch generieren. Aber jetzt kann ich mal ordentlich auf die Kacke hauen. Weil ich wollte einmal nur sehen, was mit diesem Team möglich ist. Wäre natürlich perfekt gewesen, wenn wir den Titel gewonnen hätten. Ganz klar. Aber ich finde, wir sind schon sehr, sehr weit gekommen. Also, weiß nicht, Triple J, immer noch Interesse? Immer noch Interesse. Machen wir. Dann sieht das Ganze erstmal so aus. Duncan Robinson, ich brauche einen Small Forward. Ich hau jetzt einfach mal so raus, was ich so denke und was ich so fühle, ohne jetzt da irgendwie großartig rumzutun. RJ Barrett, da waren sie. Edwards, das können sie vergessen. Brandon Ingram. Azara Thompson. Scotty Barnes. Nee. Ja, das ist schon die Position, wo ich irgendwie schauen muss, dass ich mich noch verbessere. Jaren Jackson Jr., den habe ich gerade eben erst geholt. Oder schaue ich erstmal, dass ich mich vielleicht auf der Point Guard Position ein klein wenig verjünger, sage ich mal. Und Maxi hat jetzt einen neuen Vertrag bekommen. De'Aaron Fox. Hier ist der Vertrag von Holiday. Oh, was habe ich denn? Ich habe auch richtig komische Verträge. Das sieht nicht so aus, als wenn es unmöglich wäre. Ups. Noch irgendeinen Spieler mit reinhauen. Ja, das ist wieder 1,5 Sterne wert. Nee, das kriege ich so nicht hin. Dann versuche ich, Drew Holiday zu tauschen gegen Lonzo Ball. Ja, aber das ist auf jeden Fall nicht unmöglich. Da vielleicht noch ein paar Second-Round-Picks reinballer. Es muss am Ende natürlich wieder ein First-Round-Pick mit rein, wie immer. Ja, okay. Also, Lonzo Ball, Edwards, Duncan Robinson, Triple J, Capella. Die Bank steht. Wobei ich eigentlich auch nicht zwei vom gleichen Spielertyp brauche. Jonathan Isaac, den könnte man weiter traden. Ich brauche noch einen Flügelspieler. Aber für die Starting 5 nicht von der Bank. Es ist schon... Ich brauche vielleicht noch mal ein paar Picks, um das irgendwie eher zu... Ich habe voll die komische Vertragssituation. Duncan Robinson verdient halt unglaublich viel Geld. Da würde ich Keldon Johnson bekommen. Muss aber auch selber einen First-Round-Pick mit abgeben. Hier bekommst du Cameron Johnson. Am liebsten wäre mir echt ein First-Round-Pick, ja. Oh, oder Brook Lopez, der von der Bank kommen kann. Das ist auch kein schlechter Deal. Ja. Weil ich von der Bank nämlich keinen habe. Und jetzt habe ich hier einen Center, der auch noch werfen kann. Terry Rozier, Thibault. Und jetzt brauche ich wirklich nur noch. Ja, die leichteste Aufgabe, ein Starting 5 Small Forward zu finden. Jonathan Isaac. Patrick Williams. Vielleicht in Kombination mit Jaden Springer. Das wird alles nichts. Das kannst du so in die... Bunny kriegt nicht mal einen First-Round-Pick. Okay, die einzige Möglichkeit, die ich noch habe, ist Jaden McDaniels, weil der nicht so teuer ist. Er hat auch nur 3 Sterne, wenn ich ihn in einen Trade integriere. Und ich könnte das eventuell so in Kombination hinbekommen.
es ist sowieso die letzte Saison. Deswegen baller ich noch einen First-Round-Pick mit rein. Und dann bin ich fertig mit meiner Kaderstrukturierung. Lonzo Ball, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Jaren Jackson Jr., Clint Capella, Brook Lopez, Terry Rozier, Matisse Thybulle. Und damit gehe ich in diese Saison und wir schauen einfach mal, wie es läuft. Keine Ahnung. Wir verlieren erstmal 3 Spiele zum Start. Geile Geschichte. Okay, ich muss was verändern. Unsere Offense ist fast die schlechteste der gesamten Liga. Und irgendwo auch logisch, weil ich habe halt kaum Spieler, die Offense kreieren können. Deswegen versuche ich jetzt Capella für Miles Turner zu traden. Ja. Ich habe halt auch fast keine Picks mehr. Ich habe keine Picks mehr. Wow. Mein letzter Pick, den ich abgegeben habe für diese Veränderung. Es reicht trotzdem nicht. Das ist nicht genügend Offense. Da muss ich vielleicht doch sagen, dass Julius Randle vielleicht doch besser reingepasst hat. Triple J gibt uns in der Defense natürlich nochmal mehr Stabilität mit seinen ganzen Badges. Towns. Könnte ich probieren, rein theoretisch. Dann habe ich wahrscheinlich wieder zu wenig Defense. Und ich gebe halt Brook Lopez ab. Wir kommen mal wieder am First-Round-Pick. Ach komm, I don't know. Let's do it. Geht hier eh nur um Spaß. Jetzt habe ich wahrscheinlich die schlechteste Defense der Liga. Nach diesen ganzen Trades. Schauen wir mal, wie es läuft. Also gerade eben stehe ich bei 11-15. Schlechter laufen wird schwierig. Ja, also ich meine, es läuft jetzt nicht überragend viel besser, aber zumindest einen kleinen Ticken mit dem Team gewinnen wir auf gar keinen Fall die Championship. Deswegen, ich hätte eigentlich vielleicht nach diesem Fantasy Draft, hätte ich vielleicht sagen sollen, hey komm, das war die Idee dahinter. Jetzt schauen wir einfach noch ganz kurz, wo sich dieses Team hinkämpfen kann, um wie weit es in den Playoffs geht. 2K ist ja auch immer für eine Überraschung gut. Vielleicht, weiß ich nicht, schaffen sie es ja auch irgendwie. Ja, aber jetzt verlierst du gerade wieder back-to-back. Dann verlierst du wieder, dann gewinnst du wieder. Also, okay, komm. Machen wir es kurz und schmerzlos, weil ich glaube, das wird ein schnelles Ende finden, außer es passiert jetzt irgendwie. Wobei das Team an sich nicht schlecht ist. Klar, es ist jetzt nicht perfekt zusammengestellt. Ja, es ist wirklich nicht perfekt zusammengestellt. Gegen die Golden State Warriors. Wer spielt dort? Amen Thompson, Jaden Hardy, Paul George, Evan Mobley und Schengen. Das könnte schon Feierabend bedeuten. Nein, wir gewinnen. Okay, hey, wir überstehen zumindest die erste Runde. Dann gegen die Kings. Cole Anthony, Jalen Green, Kelly Oubre Jr., Victor Wembanyama, Walker Kessler. Krasser Frontcourt. Wow, 4-0. Kurz und schmerzlos, kein großes Rumgelaber. Und dann verlieren sie gegen die Pelicans. Die Hornets gegen die Pelicans, Darius Garland, Irving, Hunter, Nesmith, Valanciunas, Brockton, Koulibaly, Barnes, Murray, Holmgren. Wer gewinnt den Titel? Die Pelicans. Und Darius Garland ist der Finals MVP. Ja, also, wie gesagt, ich glaube, ich hätte nach dem Fantasy Draft einfach sagen sollen, passt, war die Idee dahinter, ist aber egal. Macht auf jeden Fall Spaß, könnte man tatsächlich auch nochmal mit anderen, weiß ich nicht, wie man das dann nennt, Buchstabensalat-Challenges oder irgendwie sowas in der Richtung. Probiert's gerne aus, vielleicht habe ich auch irgendeinen Spieler übersehen im Draft. Ich habe mir im Nachhinein noch gedacht, ich hätte vielleicht auch ein bisschen auf die Rookies schielen können, die sich vielleicht auch noch entwickeln. Das hätte mir fürs erste Jahr jetzt nichts gebracht, aber für die Zukunft zumindest. Aber ja, für heute war das mal die Idee. Ganz nett für zwischendurch, würde ich behaupten. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal, euer Max. Ciao.